So, für den Fall das, wir müssen auf jeden Fall hier die restlichen Katapulte mal hier noch zusammenziehen. Habe ich natürlich jetzt völlig verpeilt. So. Hier haben wir noch Bogenschützen, die kommen noch als Verteidigungslinie hin. So. Und dann haben wir ja hier noch Armbrustschützen. Setzen wir noch hier runter. So, hier oben ist eigentlich auch viel zu wenig Verteidigung, ne? Seht ihr auch so, nehme ich an. Kaserne 2. Da brauchen wir definitiv mehr Armbrüste. So, nicht genug Personal. Verstehe ich nicht. Wenn wir Glück haben. Das könnte eventuell so sein, weil von hier unten kommen sie. Wenn sie Glück haben, dann stranden sie hier gegen und laufen hier hoch und versuchen hier durchzubrechen. Und das könnte tatsächlich unsere einzige Chance sein, das einigermaßen zu überlegen. Bitte, sie schließen eigentlich. Ja, okay, die rennen sowieso schon die ganze Zeit draußen rum. Na gut, was soll man machen? Und unter dem Aspekt, dass wir hoffen, dass sie tatsächlich da hier anlanden, ziehen wir jetzt mal hier die Armbrustschützen hier ins Tor zusammen. Ah ja, doch, okay, sie kommt tatsächlich hier an. Oh, das könnte unsere Chance sein. Und gleichzeitig können wir versuchen, von hier hinten sozusagen. Advancing. Nee, das funktioniert nicht, Jungs. Understood, Da, wo ihr hinrennt, da sind die Leute. To the position. They are attacking our citizens. Ja. They are attacking our buildings. Hier müsst ihr auf jeden Fall da mit hin. Genau, und hier geht's jetzt nämlich los. Our troops are under attack. Die jetzt auf jeden Fall auch mit auf die aber lassen. They are attacking the walls. Die wird jetzt richtig mies, die Welle. So. Morgen, guys. They are attacking das Ende, ja, ne? Das ist das Ende, jawohl. Wir umzingeln sie einfach. Und kommen jetzt hier auf die anderen Seite. Das ist sowieso der beste Powerstrahl überhaupt. So. Haben wir hier schon mal deutlich dezimiert. Und hier helfen wir, indem wir. Uiuiuiui. Einfach mal was rein. Our fortifications are under attack. Ja, komm, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Schaffen wir. Our troops are under attack. Our fortifications are under attack. Die rennen jetzt hier von der Seite aus auf. Das sieht gut aus. Ah, hier ist ein bisschen kribbelig. They are attacking again. Our troops are under attack. Oh, das lief gut. Das lief richtig gut. Der Teil der Welle hier ist ja schon mal komplett aufgelöst. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir nicht durchbrechen. Oh, die Katapulte tun mir verdammt gute Arbeit. Okay, kannst du hier das Tor zumachen? Was ist denn da los? Ey, er hat es geschafft! Unglaublich! Bevor meine Fußtruppen hier da sind. Alter, wie cool! Wir haben es echt noch geschafft! Also hätte ich ja nicht gedacht. My orders.
Hätte ich ja wirklich nicht gedacht. So, jetzt muss erstmal repariert werden. Das dauert jetzt einen Moment. Verrückt. Krass. Richtig gut. Kornspeicher 3. Mhm. Wir müssen aufpassen hier wegen Futter. Das hätte ich jetzt auch wirklich nicht gedacht, ne? Dass wir das hinkriegen. Verdammt. Cool. Ja, ihr könnt aufhören, da gegen die Wand zu laufen. Das sieht ja komisch aus, wenn ihr das tut. So. Hier sind ja mal ein Haufen Arbeiter, die hier in die Steinmine rennen. Deswegen sind die auch immer so schnell leer, ne? So, hier sind immer noch zwei Steinminen. Jetzt hier haben wir noch eine Steinmine, die passt auch noch dafür. Das ist ja nicht das Thema. Ansonsten haben wir hier noch zusätzliche Steinminen. Wow, ey, ich finde das gerade richtig cool, dass wir das hingekriegt haben. Ich bin begeistert. So, guck mal hier die Eisenminen, die hat es auch schon hinter sich. Ja, weg damit. Haben wir hier eigentlich alles leer geräubert, wa? Können wir hier ist das nochmal eine Eisenerzader hinstellen? Bam, 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 bam. Upgrade hier. Pimpen unsere Mauern. So, natürlich jetzt voll schlau, dass ich die Seiten nehme, die gerade angegriffen worden sind, weil da bei denen ist natürlich die Wahrscheinlichkeit am größten, dass die auch gleich nochmal angegriffen werden. Ist ja klar. Okay, wir haben eigentlich nur noch hier unten diese offene Flanke. Nehmen wir gleich hier die krasse Mauer. Was hier geht's? Bauen wir das ab dahin. So. Dann ziehen wir hier nochmal rum und dann hier ran. Dann kommt hier nämlich die Mauer, das Tor dazwischen. Cool. Hier arbeiten jetzt 7 Leute drin. Und 7 Leute, alle 12 Sekunden, 2 Nahrung. Das heißt, wir haben über eine Nahrung pro Sekunde. Wir haben ja alle 6 Sekunden eine Nahrung, haben aber pro Arbeiter, haben aber 7 Arbeiter. Das heißt, wir haben ja, gut eine Nahrung pro Sekunde, was sehr, sehr gut ist. Sieht man ja auch gerade hier. Also, wir haben 51 Bevölkerungswachstum pro Tag. Haben einen Bedarf von 167 Nahrung, aber haben 412 vorrätig. Das ist doch schon mal so gut, dass wir sagen können. Lasst uns aufrüsten. So. Kornspeicher ist voll. Lager ist voll. Leiche zu begraben. Die Totengräber da jetzt hin? Ja, ne? Ja, haut die ab. Okay, gut. Sehr schön. Wir hatten auch bisher tatsächlich noch keine Infektion bei uns in der Stadt, was ich auch mega gut finde. Das war ja in der Kampagne auch immer so, dann, Leute sind krank. What is it? Was ziemlich doof ist. So. Oh, die sehen cool aus. Was macht der jetzt hier eigentlich gerade?
Also die bauen Stein ab, okay. Aber wo sind meine Bauherren? Reparieren die noch, oder? Hat jemand meine Bauherren gesehen? Ach, die bauen hier... Cool. Die bauen hier die neue Mauer auf. Wie viel Haltbarkeit hat die denn eigentlich? 500 statt 390. Oh, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Und dafür gibt es doch bestimmt auch wieder hier... nochmal zusätzliche HP, oder? Ja. Stabiler Beton. Let's go! Nochmal 30 obendrauf. Von 500 sind nochmal... Also da 650. Steinmauer wohlgemerkt. Können sie uns mal ein Poppes runterrutschen. Das ist aber noch eine große Klappe. Ich weiß gar nicht, wie das dann später werden soll. Ich meine, die Wellen werden ja immer mehr. Braucht man dann irgendwann so zwei? Also muss ich dann irgendwann hier so Snake-mäßig dann noch eine zweite Schicht aufbauen, weil die sich dann auf jeden Fall da durchgraben. Ich meine, irgendwann sind ja auch mal die Ressourcen alle, oder? Also ich habe ja nicht unendlich viel Stein. Also auf gar keinen Fall habe ich unendlich viel Stein. Man sieht ja jetzt, wie ich das schon wegknusper hier. Das geht ja ruckzuck. Hier, da sind nur noch 154 übrig. Den großen, das kommt hier noch ein. Das kommt ja noch 3. Krass. So. Ich hätte eigentlich noch eine Eisenmine irgendwo oder jetzt keine Eisenmine mehr? Ach doch, hier die noch. Okay. Gut. Hier mal aufbauen auf Bergwerk 2. Eisenerz, jetzt auch bald hinter sich. Kann ich schon mal die nächste aufbauen. So. Du hast doch eine ganz schicke Stadt geworden, eigentlich. Was ist das hier? Achso, immer wieder. Habe ich vorhin schon mal rausgefunden. Auch schnell vergessen. Das ist der Käferreport. Keine Fischis mehr? Nö. Weg damit. Dann bist du leider überflüssig. So, dann haben wir hier auf jeden Fall zwei Fischis, an die ich jetzt beide nicht rankomme, weil hier der Friedhof ist. Sehr gut. Das war ja ein toller Plan. Hier noch das Eisenbergwerk auf und dann müssen sie ja eigentlich schon direkt in dieses Upgrade von den ganzen Mauern umzugehen. Wir brauchen unbedingt mehr Eisen, ansonsten kann man nämlich die richtig großen Türme nicht bauen. Deswegen gucken wir ihnen jetzt mal gerade hier zu, wie die coole neue Eisenmine da bauen. Sieht aber schon ziemlich nice aus. So. Research complete. So, der Research war komplett, ne? Genau. Aber das doch erstmal. Stein haben wir ja gerade noch. Eisen ist ja gerade Mangelware. Hier kann man noch die Arbeiter einfügen.
mal so ein bisschen Mikromanagement machen. Da bin ich weit von entfernt, aber ja. Kann bestimmt noch richtig viel besser werden. Richtig spannend wäre so eine Art Multiplayer, wenn so einer die ganze Zeit irgendwie die Einheiten spawnt und der andere muss dann halt die Verteidigung aufbauen. Was ich übrigens gerade sehr angenehm finde, ist, dass uns hier keine anderen Einheiten so permanent penetrant auf den Keks gehen. Das war ja bei dem anderen, bei der Kampagne auch so. Ich glaube, das hat was mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun. Weil du kommst auch gar nicht dazu, dich wieder aufzubauen, wenn du die ganze Zeit nur dabei bist. Ja. Ah, fast. Komm fast bis ran. Und jetzt. Guck mal so. Ja, du wurdest ja die ganze Zeit angegriffen. An hier deine Mauern. Dann hier, dann da. Du musstest permanent überall irgendwelche Bogenschützen stehen haben, damit die dann die Mauern verteidigt haben. Das war schon mega nervig. Research complete. Und hier hast du tatsächlich zwischen den einzelnen Phasen einigermaßen Ruhe. Also das macht ja wirklich einen extremen Unterschied zwischen der Schwierigkeitsstufe 1 und der Schwierigkeitsstufe 2. Also wenn wir uns jetzt hier relativ gut, ich meine, wir werden hier irgendwann verlieren, das ist klar, weil, also ich sag mal so, wir ziehen das, im besten Fall ziehen wir das bis Tag 100 durch. Am Tag 100 werde ich einen Break machen, weil... Also ich glaube auch, dass wir das gar nicht bis Tag 100 schaffen, weil es dann hier die Ressourcen zwischendrin ausgehen werden. Und wir müssen ja in irgendeiner Form weiter expandieren. Was dann ein bisschen schwierig wird, weil wir ja hier erstmal gucken müssen, was da so als nächstes kommt. Wir sind jetzt schon keine Bauherren vor Ort. Hier irgendwo warten ja auch noch Tribuchets auf uns, also... Keine Bauherren vor Ort. Genau, gucken wir mal, wo sie es noch bauen können und wo es halt nicht mehr geht. Geht's halt nicht mehr. So, die Eismine, die Eis... Unglaublich, die Steinmine ist auch schnell fertig. Wie schnell wir diese Steinminen hier... Wie schnell wir das, den Stein hier rauslutschen, ja, aus dem Berg, ja, das ist ja unglaublich. Steinmine. Sprach ja, setzt eine große Steinmine hin, wo 8 Leute beschäftigt sind. So. Was ist das für ein cooles Lager? Sieht ja schon voll industriell aus hier. Mit so einem Kran da oben dran. Cool. Bestimmt dampfbetrieben. Tja, Malefiz, danke für den Tipp übrigens, ne? So, mal am Anfang ein bisschen kompakter zu halten. Das hat schon was gebracht. Wir nehmen noch so eine Bären, die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. So. Hütten upgraden. 22 pro Haus. Das ist schon ordentlich. Windig hier heute. Windig, windig. Schon von vornherein sagen, nee, sorry, ist nicht, weil da ist leider kein Bauherr mehr vor Ort. Die können wir ja schon mal direkt abreißen. So, dazu gehört der hier dann auch. Hat er gerade was geknallt? Okay, ich dachte gerade schon, ich halluziniere hier. So, weg mal. Hui! Der Pulte. Und hier sind große Schlägersse. Okay,
Mhm. Spannend, dass die mich nicht gesehen haben. Aber okay. Ich werde mich mal einfach nicht beklagen. So, dann bauen wir da noch das Ding hin. Hier muss noch hingebaut werden. Okay, der rennt schon mal weg. Das heißt, da ist auf jeden Fall Action angesagt. Dann nehmen wir den hier weg und platzieren den mal ein bisschen näher dran. Also in der Hoffnung, dass wir den dann bebauen können. Da stehen sie ja schon, die Gruselgestalten. Ah ja, jetzt greifen sie unten von der Seite aus an. Okay. Sie kommen ja von hier wieder, das heißt, sie werden hier rumgehen. Hä? Na, ich wollte ausmachen, weil ich dachte, dass wir die Welle nicht schaffen. Und dann haben wir die Welle aber doch geschafft und deswegen habe ich nicht ausgemacht. Ich wollte nicht fliehen, sondern ich bin davon ausgegangen, dass wir danach Game Over sein werden. Nee, ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass wir dann Game Over sein werden. Aber wir haben uns doch besser geschlagen als vermutet. Sie machen so was ganz Verrücktes. Und zwar stellen wir jetzt mal hier ein paar Türme auf. Und werden neben den Katapulten, die wir hier wieder auf dem Ding platzieren, wie wir es schon kennen vom letzten Mal. Ja, können wir gerne machen. Ich mache nur noch die eine Welle, die kommt in 2 Minuten und danach machen wir mal eine Aufnahmepause. So. Ja, komm, wir machen mal hier Stufe. Wir machen mal hier Nummer 1. Das ist jetzt wichtig. So, und die kommen auf jeden Fall hier rein. Habe ich jetzt eigentlich noch, über Einheiten gammeln? Hier habe ich noch Einheiten gammeln. Die müssen auf jeden Fall auch noch drauf. Alle zur Front. So, hier, die müssen auch hier hoch. Moving. Schieb sie alle weg. Hey. If you're sure. Okay, ihr braucht ganz schön lange zum Bauen, meine Lieben. Da kommen die anderen Katapulte, okay. Weil wenn das jetzt wieder so eine Aktion wird, wo willst du jetzt eigentlich hin? Weißt du nicht, ne? Ja, probier's mal. Eigentlich wäre es cool, wenn ihr euch hier mal mit einem Steinturm gesellen würdet. Weil, ich meine, den habe ich immerhin priorisiert. Achso, die gehen Holz hacken. Ah. Okay. Ja, das ist natürlich auch ganz wichtig. Ah, du rennst schon weg. Ah doch, könnte noch hin, weil jetzt der zweite auch noch da ist. Sehr gut. Vielleicht schaffen wir sogar noch mit dem dann. Enemy forces are approaching. Ja, nicht so wild. Sehr gut. Whatever you say. So, du bist jetzt Prio 1. Nicht jetzt.
danke. Hin hier den Turm aufzubauen. Der wäre natürlich mega cool. Weil wir dann hier richtig Action hätten. Ah, es geht schon los. Oh, es wird eng. Es wird eng. Ja, es wird eng. Es wird eng. Die Holzfäller werden schon mal angefasst. So. Research complete. Oh, jetzt kommen sie auch noch von der anderen Seite doch. Jetzt brechen sie auch noch hier vorbei. Ah, und wir sind hier nicht verteidigt. Das ist natürlich nicht so cool. Ja, wir können hier erstmal die. Ne, wir haben auch woanders. They are attacking the walls. Ja, ist ja klar. Das ist jetzt die Walls attacken. Das ist halt schon mal das Thema. Und vor allem attacken sie hier die Walls. Das ist natürlich richtig so optimal. Our fortifications are under attack. Ja, hier können wir auf jeden Fall besser standhalten. Oh ja. Oh ja. They are attacking the walls. Hier kommen meine ganzen anderen Kranen. Our fortifications are under attack. Jetzt schon bei der Hälfte. Heck, boah, was ist denn da los? Okay. Ah. Die kommt aber bei weitem viel weniger an. Das war sozusagen ein Ablenkungsmanöver. Aber wir können die auch, wir können sie nicht nochmal angreifen. They are attacking the walls. Wobei ich glaube, dass wir die schon fast von vorne brauchen können. Okay, die schaffen das. Aber wir müssen hier wahrscheinlich gleich durchbrechen. Sicherstellen, dass wir. So. Genau, das ist nämlich genau das, was ich mir gedacht habe, was jetzt passiert. Und die Katapulte werden 1x3 auseinandergenommen. Und deswegen müssen die Katapulte nein, the city is under attack. Nein, ihr kommt nicht durch. Nein, ihr kommt hier nicht durch. Genau, so ist man da. Our fortifications are under attack. So. So ist der Plan. Our units are in combat. They are attacking our buildings. Das ist deren Aufgabe. Und wir brauchen definitiv mehr Speck. Our fortifications are under attack. So, ihr habt es geschafft. Sehr gut. Vorrat. All troops are under attack. Geil, wie die sich in den Weg stellen. Ihr kommt hier nicht vorbei. They are attacking the walls. So, Position halten. All troops are under attack. Unterstützt. Wir schaffen das. Immer noch welche, ey. Ja gar nicht. So. So. Das macht sie alle platt hier. Sperrkämpfer, ich bin ganz gut durch. Eine ganz geile Taktik so. Jetzt werden sie durchbrechen und den Sperrkämpfern sozusagen den Weg dicht machen. Und dann von hinten mit den Bogenschützen die ganze Zeit Vollgas geben. Weil man sieht, wie die sich gerade aufhalten. Die kommen jetzt gar nicht schnell genug hinterher. Als dass die hier tatsächlich bei den Speckern wirklich ankommen. Ja, mega. Das ist ja richtig gut dran. Hier hätte man Oh, tada! Woo!
Was ein Brett, ey. Was ein Brett. Aber haben wir erfolgreich hingekriegt. Krass. Und wenn wir jetzt beim nächsten Mal noch ein bisschen die Verstärkung hier mit reinbringen. Oh, wir haben einen Kranken. Das ist blöd. So. Und dann noch so. Und jetzt brauchen wir unbedingt ein Krankenhaus. Hier. Ja, bloß auch eine bestimmte Reichweite, oder? Nee. Setzen wir das hier rein. Ah, setzen wir hier noch so ein bisschen vor die Tore. Hier kommt das Krankenhaus hin. Universität, sehe ich nicht. Hier ist die auch schon fertig. Gut. Ja. Hier stinken jetzt noch so ein paar Leichen vor sich hin. Hier muss der Totengräber abholen. Macht er auch schon ganz fleißig. Brauchen wir dann sogar eher einen Totengräber Nummer 2. An der Stelle mache ich jetzt eine Aufnahmepause. Wir sind bei Tag 54, haben, also bei Tag 49, haben sozusagen Halbzeit geschafft. Fast. Die nächste Welle erwartet uns in 5 Tagen. Ich finde, wir haben eigentlich ein ganz hübsches Dörfchen aufgebaut. Auf jeden Fall sehr wehrhaft, wie wir gerade festgestellt haben. Und ja, wir schauen mal, was wir dann beim nächsten Mal so angehen. Ich meine, hier steht eine Windmühle und ein Katapult und so. Rebellenkatapult. Da können wir auf jeden Fall nochmal überlegen, ob wir die Lager nochmal angehen. Ich weiß ja gar nicht, ob das vielleicht ein Spielziel sein kann, dass man alle Lager platt macht, die es hier gibt. Hier gibt es ja noch so ein paar einzelne kleinere Lager, die man sich durchaus schnappen kann. Hier gibt es nochmal ein etwas größeres. Also insgesamt haben wir noch ein bisschen was zu tun und ich meine, wir haben auch keine Seelenkristalle mehr, damit wir nochmal ein bisschen verzaubern können. Sollten wir uns noch ein paar besorgen. Hat mir auf jeden Fall deutlich mehr Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen, als sonst die Kampagne, weil wir hier doch schon deutlich weitergekommen sind. Und das gibt mir ehrlich gesagt das Gefühl, dass ich doch noch mehr, dass ich die Kampagne vielleicht doch nochmal in einfacher Schwierigkeitsgrad spiele. Auch wenn, wie gesagt, es bisher eigentlich nur die 2 Missionen gibt, da das ganze Spiel ja noch im Early Access ist. Ja, wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid, dann danke ich euch sehr fürs Zuschauen und freue mich auf zahlreiche Tipps und Hinweise und Kommentare. Und ja, wenn ihr das Spiel selber ausprobieren wollt, gibt es aktuell bei Steam. Könnt ihr euch dort organisieren. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend, morgen Nachmittag, wenn ihr es gerade auch schaut. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.